Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Ja, hier schon mal auf dem Racetrack mit dem überarbeiteten Muster. Ja. Mini-Race-Look, paar Stickers hier und da. Finde ich nice. Ich hoffe ihr auch. Und ja, ach ja, zur Info, fette RTR-Felgen drauf. So, jetzt würde ich sagen, springen wir mal schnell in die Garage. Und wechseln wir in die Nacht, weil wir brauchen Reputation. Ja, wir brauchen nämlich Stufe 7 bei den Reputations. Und, ja, wie soll ich sagen, ich will die Nachtrennen fahren mit Anna. Können uns natürlich noch das Fahrwerk holen. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Vielleicht holen wir uns das Fahrwerk noch für vom Decks ab. Gucken wir mal. Und ich will auch ein neues Auto. Weil spätestens zu den Drift Events will ich eine neue Karre haben. Gefällt dir der Showdown? Genießt du den ganzen Zirkus? Ich hatte mehr Zuckerwatte erwartet. Genau, dann machen wir jetzt die Herausforderung. So. Und gehen in die Nacht. Mit dem neu gestalteten Mustang. Ich hoffe, er gefällt euch, wie gesagt. Hab mich jetzt nicht wahnsinnig künstlerisch damit auseinandergesetzt, aber so einen leichten racy Look. Bisschen modern. Why not? So. Schauen wir mal, was jetzt diese Nacht abgeht. Ich finde es auch ganz cool, wie ich es gemacht habe. Hinten große Felgen, vorne kleine. Und auch ein bisschen was. Neue Autos beim Autohändler. Yep. So, Böller. Schauen wir mal, haben wir noch irgendwo neue Nachtrennen? Ja, da oben haben wir noch zwei. Da haben wir auch noch was. Müssen wir mal gucken, ne? Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal die einfachen. Und ich würde sagen, wir fahren mal McQueen. So, und wir können jetzt auch... Ja, aber man kann schnell reisen. Und das Schöne ist, heute ist Freitag, der 8.11. Entschuldigung, der 8.11. Und meine Speicherdaten vom Early Access hat es übernommen. Ja, ich habe seit Dienstagabend leider nicht mehr gespielt. Bin da nicht mehr dazugekommen. Aber es hat es alles übernommen. Sehr gut. Ich hatte nämlich schon Angst, ja, da passiert nichts. Aber es wird vielleicht nicht übernommen. Aber zum Glück hat es das getan und dadurch, ja. Ui, ja, haben wir alle Daten wieder. Arbeitskollege von mir, der ist auch schon ganz schön gehypt auf das Spiel oder hyped sehr. Ja, wir haben beide einfach Spaß an dem Ding. So. Meine ich. Gut, starten wir das Rennen mal und dann schauen wir uns mal die Tagesaufgaben an oder die Nachtaufgaben, die wir jetzt haben. Ah, das schaut schon. Der Charger ist ganz geil aus, ne? Und das ist jetzt hier immer noch die Standard Xbox One. Also nichts S oder X oder irgendwie PC 4K. Hast du gesehen? Ne, Standard Xbox One. Das schaut einfach nice aus. Muss man so sagen. Ich feier's. Da. Ein schönes Sprintrennen vorbei am Acura. Oh, schön zwischen den Palmen durchgedriftet. Nice, da. Jetzt kann man ein Foto machen? Okay. Stimmt, man kann ja, wenn man kurz auf den rechten Stick draufdrückt, ein Foto machen. Ah, so komme ich jetzt in den Rennen, in den Fotomodus. Gut. Wenn du es rennst, geht es zumindest. Ich schaue nochmal, wenn wir nachher eine Polizeiverfolgung haben. Die wahrscheinlich gleich ansteht. Da vorne ist nämlich schon mal ein Cop. Ob wir da vielleicht noch was anmachen können. Das letzte Mal hat es nicht funktioniert. Why? Auch immer. So, da kommt es sogar entgegen. Ja, denke ich schon. Von einem Kopf hängen. Das müssen mindestens 5 sein oder so. Dass sich da ein Foto lohnt. Mhm.
Okay, wir müssen 5 Sekunden nur über 193 Kilometer sein. Pro Stunde, das schaffen wir auch noch. 2 Cops ausschalten, ja, sollte auch machbar sein. Und ein Nacht-Event, sowieso. So. Jetzt ist die Polizei unser größter Gegner. Wir fahren hier rumtrennen. Dann merke ich gerade, okay. Fahren wir Rundkursrennen, was soll denn das? Okay, kann ich ein bisschen abkürzen. Sehr schön. Ja, stimmt, wir setzen Nitro ja nicht stoßweise ein, sondern immer komplett. Voll vergessen gerade. Jetzt haben wir gerade auch schon. Ich finde es auch ganz gut, dass die Tabelle hier rechts nicht ganz so nervig ist. Also sie ragt es nicht so extrem ins Bild rein. Sehr gut. Die Pops sich da selber gegenseitig dissen. Also ich brauche Verstärkung. Und die andere so, ich schlafe gleich ein, es ist gleich erledigt. Aber ich bin gerade gefahren, es ist Spark gefahren. Shit. Schade, dass es keine Verfolgungsstopper mehr gibt, ne? Dann könnte man locker 2 Cops ausschalten. Ach, die guten Most Wanted-Zeiten. Meter. Na gut, davon ist das Ziel. Oder? Ne. Ja, gleich hier um die leichte Kurve noch. Ich entkomme, sehr schön. Das machen wir jetzt noch ein bisschen Krawall. Gesagt. Oh, Civic! Was soll denn das? So, wo sind die Cops? Na, erstmal die Geschwindigkeitsherausforderung. Eine lange Gerade, merke ich. Damit das was wird. Oh, komm, gib mir den Polizisten mal hier. Hallo. Und da haben wir lange Gerade, sehr schön. Er beleidigt mich, okay. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir die 193 erreichen, ja locker. Das Ziel haben wir erreicht. Uiuiuiui. Einen heftigen Schlag mitgegeben. Jetzt kommen wir es abgezogen. Sehr gut. Gejagt von 3 Cops. Nice. Jetzt geht's aber ab hier. Ein Cop gecrashed. Sehr gut. Ein Cop schon mal ausgeschaltet. Shit. Hat ihm jetzt weniger wehgetan. Hat halt auch den Bügel vorne dran. So, müssen wir gucken. Da vorne ist eine Tankstelle. Jetzt taktisch einsetzen. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall zur Tanke. Die war da hinter mir. Ja. Oh, 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 Obacht. So, jetzt geht's aber richtig ab. Was ist denn ein Kopf, der... Ja, ja. Stufe 3, shit. Jetzt geht's richtig ab. Die mich gerade verhaften während der Fahrt. Stufe 3.
3 geht's halt ab jetzt, ne? Hey du! Ja, ich hol den Forst! Seid gefällig da! Okay, du bist gleich hinüber. Was? Nagelbänder? Nix da, wir drehen einfach nochmal um. Ja, hallo, gehst du mal kaputt? Yes, sir. Ja, hat er nie ein Pier eingesetzt? Shit, war auf jeden Fall eine Tankstelle. Dann sollten wir abhauen. Uiuiuiui. Einmal kann ich uns noch reparieren. Ah, shit. Okay, wir haben wenig Schaden. Das passt eigentlich ganz gut soweit. Oh, eine Corvette, shit. Speed, die ist stark. Fuck, jetzt gehen sie mal richtig auf die Eier. Nein, aua. Schaden bekommen wir nicht wirklich ein. Nee, nee. Das ist Stufe 4. Fuckity fuck. Okay, ein bisschen zickzack fahren. Dann kann man sie gern mal ein bisschen abhängen. Hoffe ich zumindest. Irgendwas war gerade in der Nähe. Nö, du bist nicht meine Mutter, Alter. Auf wen muss ich hören? Nicht auf dich, Mann. Stufe 4, fuck. Ja, ich merk's. Shit. Oh, fuck. Was ist mir gerade passiert? Wir müssen zu einer Tanke. Shit, 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 shit. Alter, der Crash hat mich gerade echt fertig gemacht. Haben wir denn irgendwo eine Tanke in der Nähe? Hier noch. Müssen wir jetzt hin, ne? Jedes Auto hat kaum noch Leistung. Shit, ein Treffer und wir sind hinüber. Ich habe keinen Bock drauf. Hey, warum ist da eine Kante in dem in der Straße? Vorsichtig fahren. Nagelbänder, fick sie. Ah, okay. Shit. Alter, wir sind gleich Stufe 5. Stufe 5, fuck. So weit wollte ich sogar nicht kommen lassen. Ich hätte wahrscheinlich 2 Cops hintereinander killen sollen, also innerhalb von 2 Verfolgungen, nicht in einer. Shit, 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 shit. Au! Sehe schon, wir werden gleich heftig verhaftet. Fucken Heli auch noch. 7 Cops! Ach du Scheiße. Eieiei, wir sind auf der höchsten Heatstufe, glaube ich, die es gerade gibt. Wetter gerade eben sah auch sehr fies aus.
Okay, also wenn ich das jetzt durchbringe, durch die Nacht, irgendwie... Scheiße, ey, unser Leben ist auch schon im letzten Drittel, Alter. Alter, fuck you. Ah! Spiel? Ja, super. Oh, fuck. Okay, ein bisschen Geld. Bisschen Rap. Sagt mir, eng die Cops ab. Ja, wie? Immer sind wir Stufe 7 gewesen. Neue Wagen freigeschaltet. Schauen wir mal. 370 Ted. Nice. M3. Und ein aktuellen Z4. Immerhin. Alter, trotzdem hat's mir. Grünes Licht für neue Teile. Sieh sie dir mal an. Ja. Solange deine Heatstufe nicht allzu hoch ist, kannst du die Cops zu Beginn einer Verfolgungsjagd bestechen. Hast du genug Geld, werden sie es annehmen und dich in Ruhe lassen. Wenn nur für kurze Zeit. Ja, sehr schön. Ja, wilde Verfolgungsjagd, würde ich sagen. Können wir unseren Wagen jetzt noch ein bisschen tunen? Wenn wir ein paar Objekte erhalten. Hey, ich mache dieses Angebot nicht jedem, aber ich habe ein paar nette Motoren auf Lager. Okay, kannst du Motoren wechseln. Vielleicht gefällt dir ja einer. Was haben wir denn? Okay. Die kosten halt schon Asche, ne? 101.000, 131. Was kostet der größte Motor? 410.000? Eieiei, 3,6. 3,8 Liter vor 6. Eieiei. Okay. Neues Steuergerät. Komm, gib mir mal ein bisschen mehr Leistung. Jetzt haben wir da noch einen Kühler. Können wir uns auch leisten, ja. Jetzt haben wir da noch eine Aufladung. Und dann einen schönen Kompressor rein. Haben wir schon keine Kohle mehr. Was haben wir denn? Warum haben wir das denn Werte? Ja, 504 PS. Und 875 ist Potenzial. Gebrauchter 4,7 Liter V8 Motor. Sehr schön. Also wir haben jetzt ordentlich Bums eigentlich schon an der Karre. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach dieser großartigen Verfolgung in den Tag hinein und holen uns mal das Fahrwerk noch vom Dex ab. Hätte ich Bock drauf, ich glaube ihr auch. Aber Alter, auf Stufe 5 eskalieren die halt komplett. Ich wusste, ab Stufe 3 wären sie böse, aber Stufe 4? Stufe 4 war nicht lang. Stufe 5 war halt gleich da. Und das war ein Problem. Alter, uiuiui. Ich bin an der blöden Leitplanke nicht so festgefahren. Nee. Wer fährt nur eine Verfolgung drin? Und wenn ich dann entkomme, oh, das hat ganz schön Reputation gegeben, du. So, wo ist Dexy? Hier ist Dexy. Du hast offenbar was richtig gemacht. Wir haben unsere Einladung. Mach sehr schön. So weit wie möglich auf und triff dich dann mit mir. Ist Street Art in der Nähe? Ah, hab ich noch nicht freigeschaltet. Kann ich da durchfahren? Hier. Eingesammelt. Ah, okay. Den Grippeengel mit alten Mannkopf. Ah, die Verfolgung war gerade echt insane. Ich habe vergessen, ein Foto zu machen. Ah, fuck. Naja, dann mache ich vielleicht nochmal eine Verfolgung so für mich. Offscreen. Schauen wir mal. Schadenswurf. Mit 150 ist empfohlen, 183 haben wir. Ach ja. Ach ja, by the way, es ist ja noch die, ja, da jetzt Release ist ja die Deluxe Edition und alles freigeschaltet worden. Ich habe alle KS-Wagen. Also natürlich von der Stufe noch nicht, aber ich kann sie mir schon mal anschauen. Nur zur Info. Und kurz ran Flashback, okay. Lass mal starten. Hör zu, wenn du dieses Rennen gewinnst.
Sehr gut. Schon was für eine Leistung Dex hat, aber wir sind halt deutlich stärker als er im letzten Rennen. Ne? Bis wir ins Handling reinkommen. Der hat noch ein bisschen Forza Horizon gespielt. Ja, ein bisschen anders Handling. Gut so. Arbeite dich nach vorne. Ja, ja, Dexi, Bro. Dann werden wir auf jeden Fall, nachdem wir das Fahrwerk haben, nochmal in die Nacht springen. Ich will noch ein paar Events machen heute. Gut. Ab aufs alte. Wie soll ich sagen? Sieht aus, als müsste ich da selbst dran. Oval. Warum sind die Motor Racing? Auf dem Oval kann man sich gut austoben. Also da haben auch die Entwickler ein paar Rampen und so verbaut. Merkt man richtig schön. Ja, du lernst eindeutig dazu. Ja, und du fährst scheiße. So. Ah, ich sehe gerade unten rechts, die Nitroflasche füllt sich langsam auf. Ah, cool. Das ist mir gar nicht aufgefallen, das Detail. Oh, ganz schön schnell hier. Cool, cool, cool. Ist ein gutes Gefühl, so weit vorne zu sein, ha? Mhm. So, nachdem ich dich da ordentlich abziehe. Sehr gut. Ziele anschauen. Wir müssen am Stück 15 Sekunden in der Gegenfahrbahn fahren. Das müssen wir dann nachher einfach mal noch machen. Das ist immer wieder von vorne anfängt zu zählen, ist auch nicht so gut, aber okay. Schon Spiel, gib mir die 15 Sekunden. Du bist so kurz vor dem Sieg. Sehr gut. Dann ziehen wir mal abgeschlossen. Letzte Runde gerade schon. Dex, ja. Nein, der ist halt da, ne? Bisschen in Reichweite, aber. Ich verlasse mich auf meinen Endspurt. Ist ein Endspurt, naja. Ui. Okay, wir müssen danach eine große Rampe mal holen. Wir sind jetzt gerade mal 25 Meter weit gesprungen. Aber, erste Event oder das Event gegen Dex gewonnen. Gut, wir sind halt auch total drüber, ne? Platz 1. Deswegen. Das heißt, ein neues Fahrwerkskit ist auf dem Weg zu dir. Juhu. Sehr schön. Ich melde mich wieder. Okidoki. 13.000 Dollar nochmal bekommen, sehr schön. War 2 Sekunden schneller als Dex fast, sehr gut. Er ist aber auch nicht schlechter als wieder, 179er Score. Schadenswurf abgeschlossen. Straßenfederung. Schauen wir mal, ob ich das einbauen kann. Jetzt würde ich sagen, müssen wir noch 2 Tag-Events gewinnen. Wir haben hier schon länger eins offen, ne? Muss da irgendwo hinporten? Ne, da fahren wir dann mal schnell hin. Ja, machen wir das mal. Das ist ja schon seit Folge 2 oder so offen. Dann gucken wir mal. Aber was ich vielleicht vorher noch machen würde, ist die 50 Meter weit springen. Hier haben wir ein paar Rampen. Vielleicht mal ausnutzen. Yes, hab das geschafft. Sehr schön. Hui. So, da irgendwo ein Ausgang? Nicht wirklich. Oh Gott, hier. Hey, Lukas hier. Bist du Lukas. Nein, ich nehme mir gerade eine Auszeit. Das freut mich. Es ist nämlich so, die Leute denken bei Palm City immer nur an Downtown und den Strand, aber das ist bei weitem nicht alles. Geh auch mal vom Gas, genieß die Landschaft und fahr rauf in die Hügel.
Man kann seit Jahren hier leben und trotzdem immer noch was Neues entdecken. Ras also nicht einfach nur von A nach B, sondern geh das ganze Alphabet durch. Mach ich. Sonst alles gut? Ja, klar. Ich wollte nur sicher gehen, dass der Wagen keine Zicken macht. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Entspann dich und sieh dich um. Wir sehen uns. Sehr schön. Also, den Dex hat er schon mal gebracht, da habe ich aber offscreen noch ein Rennen abgeschlossen. Und beim Alphabet kann ich nur sagen, Z wie zu viel Polizei. So. Ich will danach auf, oder jetzt dann noch ein Nacht-Event machen, oder zwei. Weil ich brauche noch ein geiles Thumbnail mit Polizei. Ah, das Design von dem Mustang schaut schon geil aus. Wie gesagt, vinylmäßig. Nicht so high-end, aber geil. Oh, ein bisschen was anderes, ne? Alter, der Silicat fällt in Stance. Pff, übertreib halt, Brudi. Kurz vor. Ja, schau das mal an, Alter. Wie mein Formel 1 Auto hat so viel Sturz. Das ist natürlich auch deutlich drüber, was die Leistung angeht. Na gut, so kriegen wir unsere 3-Tage-Events zusammen. Und dann, ja. Auch wieder Geld und Reputation vor allem bekommen. Die drücke ich mir mal auf. Jetzt fährt er kein Dex mit, deswegen. Ist ja keine Probleme. Fährt eigentlich Monika noch mit? Ich habe keine Ahnung. Alter. Die Flammen. Jetzt sind wir hier im Krieg, Dauerfeuer. Oh, ich finde es ganz cool, Ziellinie mit dem Oval da oben. Geil. Oder mit dem Kreis. Hat was. Ja, ich werde jetzt in den nächsten Folgen auf jeden Fall mal die ganzen Events fertig machen, wo wir einen 120er Score haben. Weil selbst die nächsten Autos, die ich mir hole, die werden alle keinen 120er Score mehr haben. Außer es gibt irgendein Auto, wo ich sage, jo, das hole ich mir. Na, schauen wir mal. Der Mustang ist bis jetzt ganz gut. Ich doch noch was holen mit einem größeren Topspeed. So, erstmal wieder Geld sammeln. Ich weiß nicht, ob ich am Mustang jetzt erstmal was mache, weil momentan ist er ja leistungstechnisch mehr als überlegen und ziemlich gut aufgebaut. Der Mustang wird zumindest von der Performance her an allem ein allzu großes Update geben. Oh, da gibt es eine Rampe. Gibt es irgendwas zum Abkürzen? Ich weiß gar nicht. Das ist ein anderes Rennen. Ich habe ein paar Videos angeschaut, natürlich zu dem Spiel, ist ja klar. Da gab es ein Rennen, da konnte man über eine Rampe abkürzen. Ach, das war woanders. Selbst wenn, es ist egal, wir sind zu stark momentan über 184.000 Punkte, ja. Wir brauchen auf jeden Fall ein Auto mit mehr Topspeed, weil so viel Topspeed hat halt der Wagen nicht. Ich glaube, so ein altes Muscle Car, wenn früher mal über 200 gelaufen ist, war schon viel. Deswegen, ja. Aber auf jeden Fall noch ein, zwei Nachtrennen. Vielleicht machen wir auch das von Anna mal. Ich soll das sagen, okay, wir ja, machen da noch die Events. Ich glaube, das machen wir mal. Sollen wir uns auf jeden Fall mit Nitro durchziehen. Sehr schön. Gut. Ja, erstmal schön hier ein Foto machen. Guck mal, mein Auto. Und ich habe 10.000 Dollar gewonnen, Alter. Okay, 111, 109. Stärkste war mal 119. Genau, da muss dann. Ach, Racing Store? Nee. Ah, zurück zur Garage muss ich dann fahren, das zu bekommen. Ja, dann machen wir das doch mal schnell, holen wir uns mal unsere Belohnung ab, wechseln dann eh in die Nacht. Und das Fahrwerk können wir uns auch noch anschauen, kurz, genau. Dann gucken wir mal. Außerdem sieht das Auto dann auch wieder schön aus. Ja, doch. Die Nacht-Events, würde ich sagen. Neue Wagen freigeschaltet, sehr schön. A45. Hm. Audi S5. Also ein Infinity, der fällt auch ganz cool. Na, Range Rover, okay.
Und es gibt ja auch Offroad-Rennen später. Dafür wäre er bestimmt ganz gut. So. Passive Items, bla bla. Naja, er ist noch ganz. Mal schauen, wo ist denn das Chassis? Fahrwerk. Wo haben wir denn unser Inventory? Bro. Ist auf jeden Fall nochmal besser, ne? Ja, auf jeden Fall reinbauen. So. Und diese Hilfe-Items. Können wir da vielleicht schon was reinbauen? Nee. Weil Stufe 15 geht's erst los. Bei Standard. Radarstörfeld. Das können wir mal einbauen auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir jetzt nochmal in Nachtrennen reinsteigen. Why not? Das ist nicht schwerer zu finden. 187. So, wir gehen jetzt in die Nacht. Okay, schalte zwei Cops aus. Rase knapp und 6 Verkehrsteilnehmer vorbei. Und dann kommen wir in einer Heat 2 Verfolgung. Ja gut, das lässt sich machen. So, dann schauen wir es nochmal zu Anna, würde ich sagen. In die Nacht. Und dann bin ich vielleicht sogar bereit, nächstes Mal ein neues Auto zu holen. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Also fällt eine, oder das übernächste Mal, dass man vielleicht eine Folge jetzt wirklich Tagrennen machen, ohne Ende. Einfach mal so 100.000 oder so ansammeln. Hat's ja schnell zusammen. Vor allem, wenn ich jetzt die Rennen mache, die eh viel zu low sind für mich vom Level. Dann passt das doch. Also da, why not? So, wo ist denn das Anna-Event? Da gibt es auch Geld dafür. Zur Tankstelle kann man nicht schnell reisen. Okay. Es sind 28 Tankstellen, 12 haben wir schon. Sehr gut. Kann es vielleicht schaffen, jetzt das Ding zu bekommen? Oh, ganz knapp nicht. Okay. Ja, da hole ich mir immer irgendeinen geilen Geländewagen, der vielleicht ganz cool springen kann und so. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Schildersammlerei. Es gibt ja auch so viele Belohnungen, wenn man Schilder sammelt. Speedtraps, Driftzonen und lauter so ein Quatsch. Was ist hier eigentlich? Ich muss mal gucken, was hier so ist. Es gibt ja auch irgendwo noch Flamingos. Ich habe noch kein Flamingo gesehen. Ist nicht. Warum ist hier nichts? Muss so eine große Baumaschine. Hm. Das hat echt nichts, ne? Schade. Wenn Graffiti verstecken können. Flamingo, irgendwas. Na gut, jetzt schauen wir mal zu Anna, machen wir das Rennen. Sieht auch ganz cool aus hier drüben. Egal. Wird ja alles nach und nach freigeschaltet. Manches wird bestimmt auch storymäßig. Etwas erklärt, sage ich mal. Das erste Thumbnail, wo man den Mustang dann sieht, ne? Im neuen Gewand. Sehr schön. Okay, das hat gerade geflackert ohne Ende von dem vom Licht. Aber okay. So, das ist eine Tankstelle, sehr gut. Erlange Aufmerksamkeit. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an, was die Aufmerksamkeit von uns so will. Ich hoffe, du bist bereit. Dir auch hallo. 370Z. Fahr mir einfach nach. Ja, gib mal Gas. Bist du nervös? Hör zu, hier geht's nicht um mich. Du musst dir einen Namen machen, damit unsere Crew aufsteigt. Mich kennen die Leute bereits. Okay. Ich unterstütze dich, aber du musst gewinnen. Zeig, dass du kein Loser bist wie... Wie deine letzte Crew. Du bist besser als sie. Hoffen wir es. Nur so, der andere hatte genug also, Kohle, um sich einen Polestar zu kaufen und zu tun. Naja, Kenny natürlich. Unsere Midlife-Crisis auf Rädern. Und Daryl. Er redet nicht viel, ist aber der Bessere. Daryl. Okay. Gut. Wo ist jetzt das Rennen, Anna? Letztens direkt hinlotsen können. Sie sind die herausgeforderte Crew, also wählen Sie die Strecke. Und da Kenny es niemanden außer sich selbst leicht macht, solltest du mit Überraschungen rechnen. Ein Durchzug, wir haben. Aber lang. Mein Lack aus.
Ja, ja. Jetzt fahren wir wieder zurück. Hättest du auch vorher machen können, oder? Doch. Ah, da geht's los. Ich finde es so cool, dass die mit dem Auto starten oder warten und alles. Hat schon was. Gut, so ein bisschen auf der offenen Straße ist vielleicht nicht ganz so legal und zulässig, aber okay. Das ist ja eigentlich nichts anderes wie eine Straßensperre und damit ein Eingriff in den Straßenverkehr. Anna Rivera und ihr unfähiger kleiner Sidekick. Ah, der Foxbody Mustang da mit den Lufteinlässen. Oh, schaut das geil aus. Mit dem Luftfilterkasten, der einfach offen ist. Bock auf eine Gratisfahrstunde? Wir warten an der Ziellinie auf euch. Na dann, gucken wir mal los, ne? Kenny und Daryl, sorry, aber meine Karre ist einfach over the top. Achso, Anna. Ja gut, Anna ist ja in Ordnung, wenn sie jetzt kurz mal vor mir ist. So, die holen wir auch noch rein. Holen wir ein bisschen Nitro. Jetzt durchs Gegenverkehr. Gegenverkehr und das Drift ein bisschen Speed verloren, aber wir holen sie halt ein und einfach auch wieder stufenmäßig voll over the top sind. Das ist halt das Problem so ein bisschen, finde ich, dass man zu schnell zu viel Power kriegt, ne? Da man kann natürlich immer gucken vom Tuning her, dass man etwa auf der Stufe ist, die man gerade so fahren will. Aber trotzdem. Sehen wir Speed? Da baust du einfach rein im Mist. Fertig, oder? Jetzt sollte man gerade so ein bisschen Vibration hören. Ja, bei uns läuft gerade eine Waschmaschine. Die wackelt halt ein bisschen. Aber nicht gut, ey. Ganz schön langes Rennen. So, schauen wir mal. Ja, dann lass mich doch einfach vorne fahren und halt die anderen auf, Mann. Mädel. Okay, ich komme schon über Top Speed wieder. Jetzt sind wir hier wieder. Okay, sind wir vorne schon auf vorne. Ich hoffe, dein Motor ist sandgeschützt. Wir fahren jetzt am Strand entlang, okay. Die anderen beiden haben kaum eine Chance, also. Ja, wir können auch da oben lang fahren. Ja, ja. Gut, dass wir echt oben lang fahren können. Cool. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Probleme mit Promenaden und so. Ah, verdammt. Shit. Ich schon, jedenfalls muss ich das Rennen nochmal starten. Shit, shit, shit. Kurve. Das Problem ist, dass du halt teilweise echt sehr schnell auf enge Kurven zufährst. Ein bisschen abkarten. Ja. Anna, bremse doch einfach mal aus. Bremse einfach mal stark. Du hast einen Motor vorne, er hat einen auch vorne. Tja. Ja, das ist ja eine Kurve, ne? Da hat man ein Schild mitnehmen können, egal. Siehst du mal, ne? Wenn du einfach Pech hast, selbst ein starkes Auto. Nix wert unbedingt. Ich glaub, dir geht langsam die Zeit aus. Okay, wir starten nochmal neu. Wir starten nochmal neu. Die Zeit haben wir noch. Cooles Rennen, aber. Cooles Rennen. Mache ich da noch eine Verfolgung vielleicht, dass die Folge mal ein bisschen länger wird? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Können wir es bitte überspringen? Ja, ja. Unfähiger Sidekick, Alter. Ja, deswegen gebe ich jetzt mal ein bisschen Nitro. Dann kommen wir mal weg von euch. Ich gebe jetzt auch so oft Nitro, wie es geht, dass ich einfach von ihnen wegkomme. Der Abstand zu Anna interessiert mich jetzt eher weniger. Der zu Daryl oder Kenny wäre wichtiger. Auf der nächsten Geraden gibt es dann nochmal Nitro. Jetzt 500 Meter bis zur nächsten Kurve. Bin direkt hinter dir! Naja. Genau, wir sind am Gipfel. Ab jetzt geht's steil bergab. Ist der höchste Punkt von der Strecke wahrscheinlich, ja. Passt das? Das Nitro füllt sich schneller auf. Kann das sein? Muss mal gucken, ob wir das Nitro inzwischen eigentlich frei haben. Einfach eins, was ein bisschen mehr
Fassung hat. Ja, 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 hier. Weiter so. Achso, so weitere 3 BMWs abräumen. Okay. Hätte man abkürzen können, ja. An der einen Stelle kann das sein. Und ich werde jetzt mal schauen, wenn es an den Strand geht, dass ich oben lang fahre. Ich liebe die Meeresbrise. Na fuck, oder? Doch, da kommt man hoch. Sehr gut. Kommen wir jetzt mal oben lang. Bisschen weniger Verkehr, ein bisschen Geschlänger, du kannst ziemlich schnell durchfahren. Feiere ich aber, dass sowas möglich ist. Sehr gut. Kurve jetzt auch besser bekommen. Es wirkt jetzt auch deutlich kürzer, wenn du oben lang fährst, ne? Also mir kommt es zumindest so vor. Auch die dreckigen Seiten gehören zu dieser Stadt. Gut, genug Abstand nach hinten. Ist hier eng genug für euch? Gut. Ja, und voller Müll, wie du es magst. Lass mal probieren. Komm. Yes! Die zweite Plakatwand erst. Aber mitgenommen. Ja, guck mal, 200 Meter Vorsprung. Handbremse arbeiten. Wir haben's gleich. Lass nicht nach. Ich nicht vor. So, sehr schön. Ja, ein bisschen habe ich mich jetzt ausbremsen lassen, aber egal. Ich kurz vor Schluss, ne? Ja, die eine Kurve nach Strandpromenade finde ich ist ist ja zu machen. Oh, über 220 fahren wir jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr cool, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Aber mir stinkt die Verfolgung von vorne noch ein bisschen. Naja. Eine der Kurven hat mich einen Scheinwerfer gekostet. Was hast du erwischt? Weiß nicht, ein Mülleimer oder sowas. Müll ist es jetzt sowieso. Hey, ist das nicht dein... Oh, shit! Nein. Was soll das? Was? Hey, weg von dem Fahrzeug. Ausweis. Na los. Rivera, hä? Huh? Ist das Ihr Wagen? Ja. Gibt es ein Problem, Officer? Kommt drauf an. Wir haben eine Menge Meldungen bekommen, dass ein Fahrzeug wie dieses in illegale Aktivitäten verwickelt sein soll. Augen nach vorn! Was bedeutet? Ich habe das Recht, es zu beschlagnahmen. Wo waren Sie letzte Nacht? Wir waren hier, wir waren hier, Mimi. Sie, Ausweis! Vollpfosten, netter Name. Haben Sie ein Auto? Ja, Sir. Ja, Officer! Wo ist es? Da drüben. Nice. Vielleicht habe ich das Falsche beschlagnahmt. Sir, wo bist du gerade? Auf dem Weg. Schlüssel. Warum das denn? Schlüssel. Wollen Sie es wieder? Sie haben 10 Tage. Dann wird es geschrottet. Ja, ich denke 10. Vielleicht auch früher. Waren Sie vorsichtig. Sag nichts. Bring mich nach Hause. Was für ein Penner. Okay. Okay. Dann fahren wir mal einer nach Hause, dem ihr schönes Auto weg ist. Also. Das ist sogar okay. Neben uns, sehr schön. Haben die gemacht. Und ich hab nichts.
Oh mein Gott, was für ein Penner. Gut, die Frage, was es auszahlen kostet, ne? Weil das Geld hätte ich ja. Wir sehen uns später. Danke fürs Mitnehmen. Okay. Der will noch mit auch einen auf den Kaffee. Nacht beendet, okay. Gut, viel Reputation gibt's nicht. Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich kann Shaw bald ausschalten. Gerade als das Street Racing Problem unter Kontrolle zu sein schien, hat sich letzte Nacht eine Gruppe Racer auf den Straßen ausgetobt und dabei Schäden in Höhe von mehreren tausend Dollar verursacht. Viele Einwohner haben Angst vor dem, was als nächstes passieren könnte. Das zeigt uns doch, dass meine Taskforce nötig ist. Jetzt mehr als jemals zuvor. Diese Tat ist unverzeihlich. Und ich verspreche, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder geschieht. Also, das klingt genau nach so einer Sache, die jemand tun würde, um herauszustechen. Na, ist halb so wild. Vermisst du es nicht? Na, reich mal rüber. Anna sagt, du warst gut. Gut genug für die League. Was ist passiert? Ich weiß, sie versteht es nicht. Und shit, ich auch nicht. Aber es gibt Konsequenzen, die schlimmer sind, als eine Crew zu verlieren. Weißt du, nach letzter Nacht bin ich wirklich erstaunt, dass sie noch nicht vor mir angegeben hat. Zu müde, denke ich. Ja. Wenn du Zeit hast, hätte ich da was für dich. Ein alter Freund von mir nervt voll rum. Er will sehen, was du drauf hast. Hat gute Kontakte. Ich glaube, das würde sich für dich lohnen. Sicher. Ich fahr mal hin. Danke. Kein Ding. Und jetzt zu dir. Abgeschlossen. Ah, für was für ein Preis? Okay, okay, okay. Gefunden, ha? Klar, ich mag's hier. So, wir finden Erfolg im Zentrum der Aufmerksamkeit. Kapitel 1 abgeschlossen. Ah, okay, was hast du? Kapitel von 10.000. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Scheiße, dass Anna ihren Wagen verloren hat. Ich hoffe, sie kriegt ihn wieder. Wir haben schon wieder 38.000 Dollar auf dem Konto. Also, uns geht's jetzt nicht so schlecht, ne? Fast ein doppeltes Jahresgehalt von so manchen Angestellten an der Hand. Passt doch. Ja, aber auf jeden Fall war es das jetzt für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe, die Verfolgungsjagd am Anfang hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn wir uns ein paar Tag-Events, sage ich mal, widmen, um einfach Kohle zu machen. Und wir sagen bis dahin, Servus und Fiat.